Oh, wir haben ja unsere Bude ausgebaut gehabt, ne? Stimmt. Sieht das nicht eher aus, sieht der Schuh, also der jetzt so oben rechts, sieht das nicht eher aus wie so eine Kleenex-Box? Das direkt neben dem Bett. I don't know, man. I don't know, vielleicht sollte ich den da wegmachen. Rimworld ist echt geil. Musst dich echt reinfuchsen. Aber wenn du es hast, ist es echt ein Hammer-Game. Echt. Hype, Rimworld-Hype. Ich hätte es nicht sagen sollen. So, wir haben inzwischen drei Haustiere. Für die, die es verpasst haben. Wir haben unser Haus ausgebaut. Wir haben zwei Etagen. Und eine Kitty haben wir jetzt. Die aber sehr hässliche Augen hat, finde ich. Die hätten ihr einfach so Knopfaugen geben sollen. Du pupst nicht in die Cam. Ja, dann wollen wir das auch nicht sehen. Die muss beschlagen. Die muss beschlagen, ja. Wobei, das ist dann ja gar nicht so, ne? Die würde dann ja gar nicht beschlagen, ne? Beim Furzen. Ist das nicht so, dass die ganze Feuchtigkeit dann schon raus ist? Ich meine mal nämlich irgendwann mal gesehen zu haben, im Fernsehen, dass das so ist. Dann würde die ja quasi gar nicht beschlagen, die Cam. Also ich weiß, das ist jetzt Deep Science hier. Deep Fart Science. Aber in der Theorie dürfte die ja dann nicht beschlagen. Zu deiner Beruhigung. Man kann auch in Rimworld Sachen anbauen. Da kitzelst du jetzt den Farmerboy in mir. So Leute, wie gewöhnlich benutzen wir hier den ersten Tag, den ersten Ingame-Tag, um ein bisschen reinzukommen. Pfützen ausheben und so ein Scheiß, ja. Bisschen aufräumen. Wir werden heute zusehen, dass wir unser Abholz-Level endlich auf 9 bringen. Das hat höchste Priority. Weil da schalten wir ja anscheinend irgendwas ganz Tolles frei. So wie diesen Steinbruch, aber halt in Holz oder in Wald. Form. Und dann wird auf jeden Fall Orikalko-Barren gesammelt. So hart es geht, gefarmt. Für diese Aquakultur da. Ich vergesse mal den Namen von dem Gebäude. Hydrokultur. Und man kann auch in Rimworld Tiere halten. Aber geile Tiere. Einfach zwei Aschenbecher auf die Nase und der Knick in der Optik ist wieder gut. Warte mal, zwei Aschenbecher auf die Nase. Manchmal kann ich euch leider nicht folgen. Ich weiß, ihr seid sehr witzig. Spreche aus Erfahrung, okay. Seine Augen passen schon mal. Bom, 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 bom. Oh, Orikalko. Dicker Augenleser, okay. Ich sag dazu ja Flaschenboden. Aber stimmt, Aschenbecher sind ja auch oft aus Glas. Von daher passt das. So. Ein bisschen sortieren. Ich nehme dafür immer Flaschenböden. Ja, meine ich doch. Meine ich doch. Jack is lost. Ja. Mit Mods sogar noch mehr Tiere. Oh, hör mir auf mit Mods. Hör mir auf mit Mods, Eiswolf. Da. Es könnte was werden mit Rimworld. So. Wir springen auf unseren Wolf auf. Wobei, Moment. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Unsere Bäume, ne. Leute, ich frage nochmal, Stimme, Mikro zum Spiel, Sound, alles adäquat, alles gut, alles zu eurer Zufriedenheit. Weil ich habe ein bisschen was geändert und
Ihr seid mein bestes Feedback. Ich kann so viel testen, wie ich will, immer an der Front. Mods, der wird mich immer, denke an Moderatoren. Ich habe am Anfang, glaub mir, Leute, ich bin froh, dass ich inzwischen so Twitch-Slang drauf habe. So die Basics zumindest. Sound ist gut, hört sich gut an. Wunderbar, wunderbar. Auch richtig aus Gasthäusern. Achso, ja, Gasthäuser. Waren vor langer Zeit früher mal ein Geschäft. Das ist problematisch. In denen keiner wohnte, wo man sich getroffen hat, um zusammen Stardew zu spielen. Auf der Switch. Also in meiner Welt ist das zumindest gleichgestellt vom Fun-Faktor. So, erstmal ein bisschen um die Tierchen kümmern, ne? Ja, guck mal hier. Ich schaue auch gleich mal, wie es um die Tierchen steht. Melo will wieder gewaschen werden. Warum ist Melo immer so dreckig? Sorry, aber musste jetzt sein. No problem. Wir sind ja hier alle erwachsen. Hoffentlich. So, guck mal hier. Alles 10 von 10. Genau so wollen wir das sehen. Und hier langsam aber sicher. Lara Sophie ist ja noch relativ frisch. Ebenso Lizzie. Aber bei den anderen dreien sieht es doch schon sehr gut aus. Alle Filmkritiker hier. Moment, das muss ich mir jetzt anschauen. Erst Musik, plötzlich Stille. Ich habe von Dago noch keine Antwort bekommen. Da check ich dich. Will ehrlich sein, Eiswolf. Check ich nicht. Aber immer her mit euren Clips. Ja, liebe Kinder, das ist ein Gasthausmuseum. Da ist der Tresen, da hat man getrunken. Ein Etablissement ist das. Den Museen wird interessant. Dong, 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 dong. Mandy. Gibt's ein schönes Mandy-Lied? Ich glaube nicht, ne? Ich kenne zumindest keins. Ich kenne nur Ruby. Ruby, 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 Ruby. Oh. Lizzie. Ich muss den Titel lesen. Ja, hab ich. Du hast von Kunst wohl keine Ahnung. Okay, ich bin absoluter Kunstbanause, das ist true. Das ist true. Kennst du nicht Oh Mandy? Oh, stimmt. Wie geht das nochmal? Oh Mandy. Gehen das nicht so? Meine schon. Oh Mandy. Ich glaube, ich kenne das. Ich kenne eigentlich auch nur Duck und Carry, Duck und Carry, Duck und Carry, Duck und Carry. Arthur, 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 Arthur. Das ist sehr bekannt. Irgendwie so, ja, irgendwie so. Ich bin jetzt nicht so der Sänger-Typ. Arthur. Yeah, man, King of Queens. Ich hab King of Queens so geliebt, ne? Jede Folge geguckt einfach. Jede Folge. Wurzart zum Ende hin auch so ein bisschen too much. Also vor allem Cherry wurde mir ein bisschen too much. Aber sau gute Serie. Dieser Kevin James, der ist einfach so ein richtig sympathischer Dude. Also ich habe so das, das ist so ein Typ, wenn man den sieht, so im Fernsehen,
Dann meint man so, man würde mit ihm gut klarkommen, auch in real life, weißt du? So, man wäre Homie, so. Kann man sich dann schnell einbilden können. Mail geschrieben, aber irgendwie antwortet keiner. Aber vielleicht kennst du das auch. Was? Das regt mich voll auf. Ich bekomme nichts mehr aus der Schule an. Ey, Sunny, das meintest du doch neulich schon, ne? Dass die gar nicht reagieren? Das ist ja voll die Unverschämtheit. Was soll das? Herr Jack, ich habe übrigens noch eine YouTube-Kulturgeschichte. Okay. Vielleicht kennst du das schon am Streamende. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Dim. Dim, dim. So, Moment, das kommt weg. Von diesen Dingern erhoffe ich mir nichts mehr. Nichts mehr Relevantes. Ernte ist soweit noch nicht fällig. Aber ich muss auch mal bei meinen Gärten vorbeischauen, ne? Boah, Alter, das Spiel, das lag teilweise so hart, ne? Why, Game? Why? Außer meine Kunstlehrerin, die ist voll die Süße. Wir haben damals auch einen ganz knuffigen Kunstlehrer gehabt. Der Xapi wird es noch wissen, der Herr Wolters. Den haben wir immer Papa Schlumpf genannt, weil der sah einfach aus wie Papa Schlumpf. Weißer, voller Bart. Und dann hatten wir auch einen Austauschschüler da aus Russland. Und der hat ihn immer, also der hieß Herr Wolter. Und der hat ihn immer Herr Travolta genannt. Das ist so göttlich, Leute. Herr Travolta. Einfach geil. Ich bin direkt Best Friends mit dem geworden. Aber ja, ich habe jetzt schon voll die große Lücke. Hey, Laralein. Laralein, wie geht's deinem Bruder? Wie geht's deinem Bro? Ich hoffe, alles gut, ey. Ich hoffe, auch dir geht's gut. Spiel ist ein wenig zu laut. Dann bin ich wahrscheinlich ein wenig zu leise, ne? Ich bin wahrscheinlich ein wenig zu leise dann. Weil das Spiel ist wie immer. Ja, weil es macht mehr Sinn, dass ich dann an meinem Mikro rumspiele, als am Spiel. Ich mache mich mal 2 Dezibel lauter. Ich hoffe, man merkt das jetzt. Aber gebt mir weiterhin Bescheid, ja? Wo das auch mittendrin jetzt passt. Denn es handelt von Tieren. Schönen Ohrwurm für den Stream. Okay, dann machen wir das zur nächsten Pause, wenn du willst. Kleinen Kompromiss. Weil ich habe jetzt gerade erst angefangen. Ich möchte so ein bisschen in den Flow reinkommen. Aber danke dir auf jeden Fall. Mein Bruder geht's gut, aber ich glaube, du verwechselst mich. Oh. Welche Lara war das denn? Oh, ich glaube, das war Lara Rito, ne, mit dem Bruder. Oh, das wird gefährlich jetzt mit den Laras. Das wird gefährlich jetzt mit der Lara Confusion, ja. Aber ist doch mal schön zu wissen, dass du einen Bruder hast und dass es dir gut geht. Man muss ja auch mal einfach mal fragen, Leute. Also, wie geht's denn deiner Großtante? Nächste Pause klingt gut, außer du machst keine Pause mehr. Doch, zwangsläufig. Weil Dago kommt ja nachher noch. Ich werde auf jeden Fall noch eine Pause machen. Dann sind wir ehrlich, meine Blase. Jetzt spammen wahrscheinlich viele so, trink was. War bestimmt eine andere Lara. Eine Lara hatte auf jeden Fall mit ihrem Bruder irgendwas. Die Tatsache, dass die gerade nicht im Chat ist, macht mir ein bisschen Sorgen. Aber ich dachte echt, das wäre Laralein. Dann war das vielleicht Rito. Hm. Die heißen alle Malgorzata?
Seriously? Oder ist das ein Joke, den ich nicht verstehe? Malgorzata? So lala, immer schlechter, habe ich gehört. Oh nein. Ich wollte jetzt gar nicht. Das ist mir jetzt ein bisschen zu real geworden mit deiner Großtante. So. Gut. Die Farm hätten wir soweit abgeklärt. Komm, wir machen hier auch mal ein bisschen sauber. Blöpp. Soll ja auch noch was aussehen hier, ne? Auftrag erfüllt. Hatten wir, glaube ich, nicht vor, aber wenn du uns schon die Idee gibst. Ich bin heute ein bisschen lost. Ich check euren Kontext gar nicht. Obwohl ich den selber initiiere. Frag nicht nach Dingen, die du nicht wissen willst. Alles klar. Ja, aus dem Osten Europas. Spitzname Malgosia. Und dann weiß ich überhaupt nicht mehr, wen ich anschreibe. Ah, okay. I see. Oh. Komplette Confusion jetzt. Aber kann nichts dafür. Ich hatte nie einen anderen Nick. Nee, nee, ist alles gut. Alles gut. Achso, okay, Sunny. Alles klar. Ich meine, es ist ja... Ich bin ja froh, Lara, dass du... Moment mal. Ich glaube, meine Tür hat geklingelt, oder? Meine Tür geklingelt? Aber ich hatte Dago extra gebeten, dass er mir im Chat schreibt. Warte mal ganz kurz. Achso, okay, Dago ist es nicht. Alles klar, dann fuck off. Das ist wahrscheinlich der Postbote. Bei mir klingelt keiner. Achso, ja, Dago, jetzt wo du da bist. Guck mal nochmal in DC. Bitte. Man kann nur einmal trinken. Trink was einlösen. Oh. Ich glaube, das hat einen Timer. Ich glaube, der muss sich erholen. Du bist froh, dass du... Ich bin froh, dass ihr wenigstens verschiedene Farben habt, ihr Laras. Bei mir im Chat zumindest. Du bist blau. Und ich glaube, Lara Rito ist pink oder so. Nee, oder Lara LRLS. Lara Rito ist orange oder sowas. Auf jeden Fall, ihr habt unterschiedliche Farben. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So, Moment. Ich muss jetzt erstmal wieder klarkommen hier. Was kommt hier rein? Du sitzt auch auf der Couch, sehr gut. Ach, nur der Postbote, nicht so wichtig. Ja, ist... Ich habe auch keine... Ja, weil der Postbote, der klingelt immer überall. Der klingelt immer überall und ich weiß, dass ich nichts so von Amazon oder so kriege. Die restliche Post, die kann auch... Die kann er auch im Briefkasten reinschmeißen. Und wenn ich keine Pakete kriege, dann juckt mich das echt in Feuchten. Komm, gib mir den. Dann ist der Tag auch schon vorbei. Für mich ist das kein Problem, aber falls du anonym bleiben möchtest. Ja, der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Dann weiß ich Bescheid, Dago. Da sehen wir uns gleich. Wir sehen uns gleich. Oder später irgendwann, je nachdem. Mach dir keinen Stress übrigens. Alles gut. Bin lange hier. Wir gehen mal schlafen. Wir gehen mal heute verfrüht schlafen. A ist eine vieldeutige. Das kann echt alles sein, ja. Ich gehe auch nur mit Ankündigung an meine Tür. Ja, ist so. Ist so. Ich gehe auch nie an den Hörer oder so, an diese Freisprechdings. Juckt. Das mit den Farben verwirrt mich eh total, weil am Handy jeder eine andere Farbe hat.
Da bin ich zum Beispiel grau. Also bei mir bist du ausnahmslos blau, Lara. Ausnahmslos. Ich habe dich bis jetzt noch in keiner anderen Farbe hier gehabt. Oh, aber Timer wäre das doch eigentlich ausgegraut. Da steht, ich soll es im nächsten Stream wieder versuchen. Oh, okay. Dann habe ich das vielleicht pro Person einmal oder zweimal oder so gemacht. Das kann gut sein, ja. Oder das ist die Default-Einstellung. Weiß ich gerade gar nicht. So viel eingestellt habe ich da gar nicht an den Commands. An den Kanalpunkte-Dingern. Twitch geht ja immer von Spam aus. Deswegen sind die Voreinstellungen wahrscheinlich so ein bisschen sensibler Natur. Muss ich mal schauen. Muss ich mal nach dem Stream schauen. Wenn du manuell eine Farbe auswählst, bekommst du eigentlich immer diese. Genau, man kann sich eine auswählen. Ne? Wenigstens einmal bin ich durchgehend blau. Muss ja auch mal sein, ne? Man kann ja nicht immer nüchtern durchs Leben latschen. So, und es ist Samstag. Wir schauen mal in der City vorbei gleich. Die machen eh erst in mindestens einer Stunde auf. Dann können wir vorher einmal unsere Gnome abklappern. So. Unsere Gärten. Du bist immer eiswolfig, ja. Ich bin immer nüchtern. Bing, bang, bang, bang. Moment mal, Moment mal. Yo, ich habe die falsch aufgestellt, sehe ich gerade. Hier sind nur drei Plätze frei. Hier brauche ich eigentlich vier. Aber dann hätte der untere nicht gepasst. Egal, wir lassen das mal so. War hier schon irgendwas fertig? Nein. Okay, wir bauen hier also Zwiebeln an, ja? Nein, nicht zum Hof, Mann! Oh, Lara hat Trinkwasser eingelöst. I'm sorry. Cheers, Lara. Ich muss nicht trinken, um Spaß zu haben. Also ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, und hier ist mein Layout komplett für den Po. Hier habe ich viel zu viele gebaut. Ich lasse das jetzt einfach so. Ist ja egal. Die Sprinkler, die sind ja jetzt nicht so irgendwie übertrieben teuer oder so. Hauptsache, alles wird bewässert. Und ich glaube, Überwässerung gibt es hier nicht. Das würde mich zumindest wundern. Dann schauen wir hier nochmal rein. Cheers und Prost. Muchas gracias. Gesprochen wie ein wahrer Tourist. Ja, hier müssen wir ja generell ein bisschen aufräumen. Ne? Platz machen. Den Tipp hatte mir jemand im Chat gegeben neulich. Weiß nicht mehr genau wer. Aber man soll hier wohl Platz machen für die Orikalko-Steine. Oder Felsen. Ansonsten wachsen die nicht nach. Da hinten ist zum Beispiel einer. Da lacht das Herz. Hört der Sound inzwischen besser oder hört man mich... Hört man mich immer noch schlecht. Da müssen wir jetzt leider einmal durch. Ich weiß, es nervt immer meine Frage. Aber es ist sehr wichtig. Sound ist A und O. Also wichtiger für mich als Bildqualität. Wirklich. Nee, ich auch nicht. Ich vertrage halt auch nichts. Aber ein Gläschen Wein zu gutem Essen, da sage ich nicht nein. Wie sagt man immer? Zu Vino sage ich Nino. Das ist so der Standardspruch auf so Dating-Plattformen oder so. Zu Vino sage ich Nino. Also Nino. Doch egal. Ist nicht witzig. Vor allem, wenn man das zum 80. Mal liest, ist das nicht witzig. Sound ist gut bei dir? Okay, sehr gut. Na, immerhin.
Meldet euch einfach, ja? Wenn scheiße ist. Dim, dim, dim. Ja, Gnome, die hau ich aber jetzt auch aus Versehen auf die Fresse, ne, wenn du da rumstehst. Das wirst du mir verzeihen müssen. Komm, die Ecke nehmen wir auch noch mit und dann ist gut. Oh, wie viel dabei rumkommt, ne? Uralter See, schauen wir auch mal vorbei. Fand das Bleistift kratzen. Sogar fast ASMR. Ja, ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Wie so typisch. Das war schon sehr laut, ja, das Bleistiftkratzen. Der Gnome ist härter als Orikalkos es je sein könnte. Der so, come at me. Gib dem Hammer sogar noch so eine Kopfnuss. So stelle ich es mir vor. So, wir müssen auf jeden Fall zu Rena. Die Bude ist wieder voll mit irgendwelchen Sachen. Oh Leute, wir haben... Ich habe jetzt nur mit diesem kleinen Besuch da in dem Steinbruch-Ding 127 Gold und 120 Eisen und Silber, also echt krass. Das Sammeln von den Erzen ist auch so satisfying, ja. Oder generell das Hämmern, so das aufgeladene Hämmern. Ah, endlich findet das Sommerfest wieder statt. Ich habe mich schon so drauf gefreut. Du liebst diese Veranstaltung wirklich abgöttisch, oder Manuela? Wieso auch nicht? Wann sonst kann man allen hier dabei zusehen, wie sie ihre wahre Kraft demonstrieren? Boah, steht die drauf, wa? Sag das mal Jason. Also Sally, Jason mag zwar nicht sehr muskulös sein, aber du hast wirklich Glück, so einen anständigen Ehemann zu haben. Jason. Das war, glaube ich, der mit der Brille, ne? Ah, hola Jack. Falls du dich fragst, was beim Sommerfest das Beste ist, empfehle ich das Hammerschwingen. Wenn du mitmachen willst, sag Bescheid. Läuft das jetzt gerade? Gibt es eigentlich jemanden in der Community, der Diablo 4 spielt? Wenn es dann rauskommt. Diablo 4 weiß ich nicht, Lara, aber ich spiele auf jeden Fall das Diablo 2 Remake. Dieses Resurrected oder so. Ich weiß aber noch nicht, wann das rauskommt. Ich habe Diablo 2 nie gespielt. Oder nur so ein bisschen. Deswegen wird das Remake mal gespielt. Oder Remastered, was auch immer das sein soll. Ach, Hammer werfen. Beim Sommerfest dreht sich alles um das große Kräftemessen beim Hammerschwingen. Sprich mit Manuela. Warum empfiehlt sie mir Hammerschwingen, wenn das das Einzige ist, was Programm ist? Heyo, ich habe gehört, dass ich nachher Klingelstreich bei dir machen darf. Ja, das Klingelmännchen machen. Ich habe Dago nur kurz drum gebeten, dass er dann im Stream-Chat Bescheid geben soll. Ansonsten sollte das ohne Komplikation laufen. Ich freue mich schon. Und ich habe vielleicht sogar die eine oder andere Kleinigkeit für dich, Luki. Teaser, Teaser. Hier, das müsste Jason sein, ne? Ja. Er ist adjacent to the wall. Okay. Ich glaube, ich spreche direkt mit er hier. Mit er hier vor allem. Na, wie wär's? Ja. Trainingsmodus. Regeln anhören. Okay, drücke Y, um Fässer wegzuschlagen. Hältst du die Leiste bei der roten Markierung an, erhältst du viele Punkte. Ah, okay. Pro Runde gibt es 3 Fässer. Dein bester Versuch fließt in die Gesamtbewertung ein. Dann machen wir eine Trainingsrunde. Uff. Der reagiert aber nicht so nice. Schön. Von jemandem, der so hart arbeitet, würde ich auch nichts anderes erwarten. Boah, die Alte, die ist echt... Die ist echt horny, ne? Habe ich das Gefühl. Das war perfekt. Aber das ist doch dann kein Kräftemessen.
Da geht's ja eher um. Ja, ist doch egal. Also mit Berg in der Tüte anzünden und wegrennen. Würde er gerne machen. Ich habe nur Diablo 3 gespielt. Jack hat da diverse Fragen dazu. Nee. Aber das dafür exzessiv. Perfekt für Loot Gollums. Boah, das bin ich ja, ne? Loot Gollum finde ich nice. Ich nenne mich ja immer Loot Hure. Muss ich also mitkommen? Nee, musst du nicht. Musst du nicht. Absolut nicht. Also ich schätze Dago so ein, dass wenn ich ihm das in die Hand drücke, dass er dir das weitergibt. Ist das jetzt immer noch Training? Kann ich das abbrechen? Nee. Kann ich das Training bitte abbrechen? Ah da, Training beenden. Zu Dago schon gesagt, dass Jack wahrscheinlich nicht von uns gehen werden möchte. Rot ist dem Spiel am besten. Yo. Danke, Duki. Blöp. Dass Jack wahrscheinlich nicht von uns gesehen werden möchte. Also, wie gesagt, bei mir ist der Zug ja abgefahren. Ich habe dem Dago nur gefragt, ob er eventuell ein Problem damit hätte, dass ich euch sehe. Das kann ja sein. Also mir ist das alles, also vor allem Diskretion und so, da bin ich sehr vorsichtig, weil ich da selber auch empfindlich bin. Naja, mich habt ihr ja jetzt schon oft genug gesehen. Es ging eher in eure Richtung. Was ein Spektakel. Will ich sagen, ich habe Speck an den Hüften, oder was? Ich wollte erst, dass du mich malst, wie du dich... Ja, wenn du das wirklich noch willst, dann versteckst du dich gleich. Oh, der war schlecht. Oh, der war schlecht. Oh my. Hey, was soll das denn heißen? Oh my. Oh, das ist gefährlich jetzt. Oh, oh, ist der in Blau? Nee, der ist grau. Ich glaube, da kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Ja, ist so. Meinst du mit Diskretion? Also ich denke ja. Hat mal ein Bild im DC geleakt. Hallo, sowas macht man nicht. Ich speichere vor dem Spiel immer. Ich bin ehrlich gesagt nicht so erpicht jetzt drauf, das hier zu gewinnen. Wobei ich schon gerne alle Goldtrophäen hätte. 60, 20, ja, ich habe doch dann... Ich habe doch gewonnen, ne? 70, 140. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Goldtrophäe. Und 10.000 G. Yay. Esu Shame? Wie spricht man das aus, Leute? Esuchame? Esuchame? Boah, ich habe echt keine Ahnung, wie man das ausspricht, ne? Aber ich schätze mal Esu... Hame. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Ich verkünde jetzt das Ergebnis. Der diesjährige Gewinner, der den Wettbewerb dominiert hat und die Oberhand behalten konnte, ist... Ja, Ralph, da guckst du blöd, ne? Gegen Bären kämpfen ist gut, aber... Hier mal... Warum ist mein Dude so klein? Das mag ich nicht. Doofkopf spricht man das aus? Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Und damit geht das diesjährige Sommerfest zu Ende. Es kommen zwar noch mehr glutheiße Tage auf uns zu, aber solange wir nicht vergessen, wie viel Spaß wir hatten, können wir der Hitze trotzen. Fantastico. Tschö. Essa. Ich habe das Wort schon wieder vergessen. Aber das wäre dann tschö, ja? Stimmt, CH, ne? So wie Muchacho. Muchacho!
Ja, der Tag ist auch um. Hat anscheinend den ganzen Tag gedauert. Das war mal fest. Interessant. Kommt halt nicht auf die Größe an. Was sagst du? Okay, wir haben bald wieder 800k. Wir haben einiges an Geld wieder reingeholt. Ihr erinnert euch, wir haben viel Geld ausgegeben. Unnötigerweise für Möbel. Aber auch eine gute Investition, 100.000 in den Ausbau des Hauses. Das fand ich ganz gut. Weil ich finde, das Haus macht jetzt echt was her. Ja, und jetzt haben wir auch schon diese Trophäe und so. Die können wir eigentlich... Obwohl, wisst ihr was? Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit bis 10 Uhr. Was ich ja unbedingt noch machen wollte, ist... So, das ist Angelködermaterial. Daraus zauber ich erst Angelköder, oder wie? Ja, tatsächlich. Ah, okay. Anyway, das wusste ich gar nicht. Dann nehmen wir mal noch Angelköder mit. Und unsere Angel, weil wir wollen unser Angellevel ein bisschen pimpen. Wenn auch wenig. Eine Angel anbringen. Ist das jetzt so? Ist das schon gemacht? Von Angel abnehmen, alles klar. Dann gehen wir ein bisschen angeln. Hopp. Okay. Drachfisch. Glaubt, der ist neu. Aber ich muss sagen, die goldene Angel macht echt einen Unterschied, ne? Was den Angelkomfort betrifft. Da kann man auch ruhig durch das Rot durchhalten. Durch die Rotphase. Ein Hering. 5 Sterne, 6 Sterne sogar. Normalerweise... Oh, was war das denn jetzt? Oh, das ist irgendwas Besonderes hier. Das ist was Besonderes. Was ist das? Nochmal Prachtfisch. Aber der hat irgendwie, der hat diesmal 2 Ausrufezeichen eingeblendet. Der Fisch hat auch eine andere Farbe, das Symbol. Da, schon wieder. Müsste das ja in der Theorie wieder ein Prachtfisch sein, oder? Vielleicht hat das was mit den Sternen zu tun? Prachtfisch. Okay, ich gehe mal da vorne angeln. Jo. Karoshi, vielen Dank für den Follow. Keine Ahnung, warum ich das so russisch ausgesprochen habe. Karoshi, je nachdem. Herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Okay, der war easy. Dachte ich schon wieder. Leute, euch beiden. Vielen Dank für den Host. Vielen lieben Dank. Ich freue mich schon auf euch. Aber ihr werdet mir verzeihen müssen, wenn wir das gleich... Bisschen kurz halten. Seid mir dann nicht böse. Und dir auch, Duki. Danke für den Host. Finde ich echt cute, dass er dran gedacht hat, ne? Ein Hering. Okay. Komm, eine Tour geht noch. Obwohl, wird knapp, ne? Wird knapp. Ich halt einfach durchgedrückt. Wow, wow, wow. Ein gemeiner Kalmar. So gemein sieht er gar nicht aus. Okay. Aber ich dachte, wir sind zur Kaffeekuchen-Übernachtungsparty eingeladen. Normalerweise bin ich so gastfreundlich. Aber, ja. Ich bin entsetzt. Komm ab in die Heia mit dir. Alle macht dem Horst, so sieht's aus. Schweden abends scheinbar nicht so mit der Gastfreundschaft. Immer diese Schweden. Ding, 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 ding.
So, Pokal aufstellen wollten wir oben, ne? Tun wir den mal hier hin. Zack. Und diese komische Trophäenschnalle, was auch immer das sein soll. Das ist dann sowas wie, wie man beim Wrestling kriegt. So eine Gürtelschnalle. Alter Schwede, wie frech. Ja Leute, irgendwann ist echt ein Schwede im Chat. Da kann ich mir was anhören. Hört auf. Der kauft mir nie im Leben ab, dass ich ein Schwede bin, wenn ich dem das sage. Nur an materiellen Sachen? Oder was soll das heißen? Ist das Deutsch, Blaumeise? Oder schreibst du schon direkt auf Schwedisch? Ich bin hier echt gespannt auf diese Haselnusscreme, ne? Oh, habe ich da jetzt ein Orikalko reingeschmissen? No. No, senor. Wie diese vom Family Guy? No. Consuela, oder wie heißt sie? Du wirst dich verlieben. Sind quasi deine Freundin. Okay. Ich hoffe, da ist dann auch viel drin. Muss das dann aber einer klippen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die direkt heute verkotzen werde. Obwohl, spricht eigentlich nichts dagegen, ne? Obwohl, ich werfe so einen kleinen Löffel und hämmer mir das rein. Schutzfrau ist die Beste. Nein. No. Genau, Mähen wollten wir auch noch leveln, ne? Wie steht's denn um unser Mähen? Ich habe das Gefühl, Mähen bewegt sich gar nicht, ne? Abholzen sind wir fast durch, Leute. Angeln hat uns gerade fast ein Level gebracht. Vielleicht sollte ich echt noch ein bisschen mehr angeln. So wenigstens bis Stufe 6 oder so. Baumpflege muss ich zwangsläufig warten. Kultivieren ebenso. Also kultivieren und Imkern kommt ja mit der Zeit. Tierpflege auch. Kochen könnte ich ein bisschen pimpen, aber angeln auf jeden Fall. Angeln auf jeden Fall. Komm, dann angeln wir noch eine Runde. Kann nicht schaden. Gibt es, weiß jemand zufällig im Chat, ob es einen nicen Angelspot gibt? Oder soll ich einfach hier bei mir in the neck of the wood angeln? Gibt es da irgendwelche Geheimtipps? Maybe. Ach so, der Köder ist direkt weg, ne? Ja, macht Sinn. Ja, Moment, da muss ich ein bisschen... Muss ich ein bisschen umdisponieren hier. Oh, zur Arena wollten wir doch auch noch. Shit. Ah! Das wollte ich mir doch unbedingt noch anhören. Ja, komm. Dann gehen wir erstmal zur Ray Ray. Wie ich die auf jeden Fall auch nennen werde. Die drei Insel bei Unwetter, also die dritte Ebene quasi bei Unwetter, soll gut sein. Vielleicht ein, zweimal schmatzen, dann wird der Geschmack auch besser. Habe ich auch direkt 5 zu Hause. Also sagst du so ein bisschen dieses, so den Sauerstoff mit reinnehmen, ja? Das ist so eine Wissenschaft für sich, dass man beim Kauen... Also es gibt wohl Leute, die bewusst schmatzen. Gar nicht aus Unhöflichkeit, sondern weil dann der Geschmack, weil sich der Geschmack besser entfaltet. Das hat dann so mit dem Sauerstoff untermischen und so zu tun. Keine Ahnung, das nennt sich irgendwie, ich hab's vergessen. Wings! Na? Alles gut? Wenn du schauen magst, dann Google
Nur Setins de Medoc. Das klingt nach einer epischen Haselnusscreme. Ja, also. Oh. Ja. Ich bin gespannt. Schmatze war ja früher ein Kompliment an den Koch. Ja, ist es ja heute teilweise auch noch, ne? Also in bestimmten Gebieten. Klar so, klar, ist es Mittagsschlafzeit? Pre oder post? Oh. Oder mittendrin? Kannst du im Mittags, kannst du während des Schlafens tippen? Das wäre nice. Kennt einer die pinke Schoki-Creme aus dem Rewe? Eine pinke Schoki-Creme? Pink, weil da Erdbeeren oder so drin ist, weil dann weg damit. Oh. Also Erdbeeren frisch ist gut, aber in meiner Schoki will ich keine Erdbeeren. Yo, Jackbox. Oh. Gerade erst hingelegt. Also döst du uns gleich weg, ja? Schlaf, Winkchen, Schlaf. Oh. Reina! Sie freut sich schon ziemlich süß, muss man sagen. Voraussetzung erfüllt. Du darfst das behalten. Okay. Deutsch ist nicht so unsere Stärke hier. Wir haben bald 9 Herzen voll, Leute. I can't believe it. Can't. Was geht mit dir so? Glückwunsch zum Sieg, du schlägst bemerkenswert kräftig zu. Du kriegst von mir für dieses tolle Kompliment kriegst du einmal Spinat. Danke, ich weiß deine Großzügigkeit zu schätzen. War anscheinend kein Fehlgeschenk. Vielleicht so ein neutrales. Du kriegst auch Spinat, ja? Danke. Ja, die stöhnt immer noch rum. Ich weiß nicht, was das bei ihr auslöst. Keine Ahnung. Oh, Jack, Titze, was denn? Nee, nee, ist eine reine Schokocreme. Ist halt nur pink. Hä? Hä? Wie geht das denn? Die ist pink? Keiner hat mir gesagt, dass einem die Arme nach dem Sommerfest so wehtun. Hab ich überhaupt gegen dich gezockt? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier, du kriegst auch Spinat. Bei mir ist umgekehrt. Warum färbt man eine Schokocreme pink ein? Ja, vor allem, geht das überhaupt? Also was muss das für ein krasser Farbstoff sein? Der muss das Braun ja komplett überdecken. Vorausgesetzt, das Braun kommt aus natürlicher Dings und nicht aus, aus Farbstoff. Bei normaler Schoki. Hier, hast du mal biegsames Holz. Was hältst du davon? Mhm. Aha, okay. Wie gesagt, okay. Sleep. Was geht mit dir so? Mhm. Oh, ich gratuliere zum Sieg. Ja, ja, alles klar, alles klar. Wir wollten angeln, ne? Wir wollten angeln. Moment, gibt es hier nicht sogar irgendwie so eine Art Angelshop? Also der hier? Ist das nicht so der Willy? Ah ne, hier lebt diese spanische Familie. Ne, ne, ne. Vermutlich weiße Schoki dann. Ah, okay. Also mit Jogurette oder so kann man mich jagen. Also jagen nicht, aber es ist never meine Go-To Schoki-Joghurette. Von Not esse ich Joghurette. Überall Erdbeeren rein, aber frische müssen nicht sein. Achso, okay. Das sind immer die gleichen Lehrer, die antworten. Die anderen haben schon keinen Bock mehr. Du bist aber auch nervig, Sunny. Weiße kann gut sein, ja. Rosa Schokolade ist eine eigenständige Schokosorte. Kannst du mal gucken. Rosa Schoki? Verleitungshinweis. Ruby Creme.
zarter Brotaufstich mit Schokolade aus der Ruby. Ruby. Kakaobohne. Okay. Der Nutri-Score ist E. Also, null Nutritional. 566 Kalorien, alter Schwede. Also, 200 Gramm davon und du hast 400 Gramm davon und dein Tagesbedarf ist voll. Zumindest bei Männern. Weiße Schokolade enthält dann doch aber auch keinen Kakao mehr. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit weißer Schoki und brauner Schoki oder... Was ist denn dann in weißer Schoki dann drin? Keine Ahnung, ey. Ich kenne mich damit null aus, ne? Also, wann etwas als weiße Schoki bezeichnet wird. Ab wann? Und ab wann ist es normale? Ab wann ist es zartbitter? Wahrscheinlich so ab 50% Kakaogehalt oder so? No clue. So halt wie Nutella oder so. Ja, Nutella auch, ne? Also ist keine weiße, die gefärbt ist. Du glaubst, du schaffst dieses Jahr nicht? Nee, angeln wollten wir, Mann. Was mache ich denn? We wanted to angeln. Wobei jemand meinte jetzt, bei schlechtem Wetter im dritten Gebiet angeln. Machen wir mal. Sieht eher aus wie eine Duftkerze, habe ich mir auch gerade gedacht. Oder wie Vanilleeis oder so. Oder Erdbeereis in dem Fall. Kakaobutter und Zucker, glaube ich. Kakaobutter und Zucker machen den Unterschied. In weißer Schokolade ist nur Kakaobutter drin. Die ist ja an sich weiß. Ah, okay. Jo, hi Nadina erstmal. Schön, dass du da bist. Ey, ich kenne die Ruby-Schokolade. Okay. Ja, Happy Birthday, ne? Ruby. Das ist aber echt so ein Ohrwurm bei mir, dieses Lied. Dabei habe ich das Lied privat vielleicht 5-6 Mal gehört. Oh, Moment, ich kann wieder Pilzsport mitnehmen, ne? Hier, guck mal, wir haben genau 3. Kriegen wir unsere 9 auch voll. Da ist ein Wall of Text. Ich hatte einen Plan B, aber muss ja trotzdem nicht sein. Was heißt dieses NH eigentlich immer? Ist das bewusst, Sunny, oder? Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt. Oder ist das einfach nur ein Vertipper? Weiße Schoki über frische Erdbeeren. Ja, also Schoki mit Frucht, mit Früchten ist bei mir... Muss nicht sein. Hey, Nefertis. Das mit der Schokolade ist einfach. Schokolade enthält normale Kakaobutter, Zucker und weitere Bestandteile. Wenn es weiße ist, eben nur Butter und Vollmilchpulver. Hallo, ernte doch. Oder Reisdrink, Karamell, vegan. Wenn es Vollmilch ist, eben noch Kakaopulver und Vollmilchpulver. Zartbitter, oft ohne Vollmilchpulver, nur Kakaopulver. Aber gibt auch welche mit Vollmilchpulver, weil die Milchindustrie ihren krebserregenden Dreck loswerden muss. Oh ja, da sagst du was. Jo, danke für die Info. Ich bin ein Blumenbauer. Fantastisch. Okay, das ist dann quasi immer die Frage: Kakaobutter, Vollmilchpulver. Nee, beziehungsweise Vollmilchpulver, Kakaopulver und so diese Zusammensetzung. Oder auf der veganen Seite dann ein bisschen anders, ne? Interessant. Ich bin ein absoluter Vollmilch-Dude. Zartbitter geht auch noch, so leichtes Zartbitter, aber dann nur so als Hülle.
Also wie bei so einem Kinderpingui oder so, ne? Aber sonst Vollmilch it is. Was wahrscheinlich die am wenigsten authentische Schokolade ist. Aber ich bin halt so ein Opfer, ne? Der Computer ist farblos, daher ist weiße Schokolade eben hell. Ah ja. Also Butter, okay. Nicht Pulver, sondern in dem Fall Butter. So eine Art Vergewisserung, dass der andere das verstanden hat. Wie wenn man sagt, oder? Also, dass der andere zustimmt. NH. Okay. Check, soll ich dir einen Tipp geben, wie man andere... Was? Oh. Was sind das für Dinge? Aber gib mal ruhig den Tipp. Meine Erklärkünste über Text. Ist die Gewöhnungssache mit dem Vollmilch-Zartbitter. Habe früher nie Zartbitter gemocht. Jetzt esse ich die nur noch. Hm. Mein Zartbitter ist auf jeden Fall besser. Für den Körper.